Ja Leute, was geht? Moritz Gaming wieder am Start, heute wieder mit Olli, dem Dicken. Wir haben auch schon Part 4 hochgeladen, jetzt kommt Part 5. Also der Compri, oder? Yep. Leute, es ist nun am Ende. Eigentlich haben wir nicht alle Masse, alle Kompaktautos freigeschalten. Doch wir sagen mal Tschüss zu den Kompakts und gehen zu den... Sport. Nein, zu den Masse. Zu den Masse. Cars, guck. Bronze schaltet Muscle Car Serie und 3 neue Autos frei. Heute fahren wir mit unserem Dominator. Ihr wisst, neues Auto, immer neues. Ich lese das vor wieder. Team Crush Online. Verbünde dich online mit einem Crash-Partner. Zusammen in die Kreuzung zu rasen bringt viel Cash. Verbinde dich online mit einem Tinder-Partner. Ja, genau. Da musst du eigentlich hier das WLAN hier anschließen. Wir haben nämlich Kabel und da brauchst du jetzt kein WLAN dazu. Und zwar geht es 2 Runden, das was wir brauchen. Und hier können wir. Gewinnen wir dann auch wieder neue Autos? Ja. Leute, jetzt geht's los. Schöner BMW. Hohoho. Den haben wir schon mal reingecrashed. Das ist ein BMW, ja, ne? Ich weiß nicht. Ein BMW gibt's schon bei Winter City, das weiß ich. Immer fies, ich bin gegen das Wohnmobil gefahren. Es klingt halt wirklich wie Mücke, oder? Hm. Slam! It! Das geht. Hey, guck mal, es geht bloß 2 Runden der Grand Prix. Ja, das ist nicht der ganze. Es kommt dann noch Downtown und dann noch Waterfront. Und die geht, glaube ich, auch 2 Runden. So gesagt, 4, 6 Runden. Das wird kein Problem sein. So gut wie wir jetzt fahren. Der darf nicht Erster werden. Das ist mein! Mein Sieg, meine Belohnung. Hier bekommt nur eine Hälfte des Geldes ab. Ihr müsst in einer Serie von Rennen möglichst gute Platzierung erreichen, um den GP zu gewinnen. Oder GP? Die sagen auch GP. Aber es ist ein Grand Prix. Wir sind schon in der 2. Runde. 3, 2, 1. Perfekte Runde. Das könnt ihr auch erlangen, wenn es euch glücklich macht, wenn ihr keine Crashes macht. Somit bekommt ihr eine perfekte Runde. Ich fühle mich gerade voll langsam. Ist das personalisiert? Oh nö, das wäre gut. Ciao. Let's go, Leute. Wir versuchen, den ersten Win zu bekommen. Mal gucken, wie viele Punkte wir da bekommen. Unser Dominator ist jetzt gerade nicht der schnellste, aber alle Autos, die kein Nitro haben, sind nicht die schnellsten. Versuch mal die ganze Zeit im Gegenverkehr zu bleiben, um Nitro zu bekommen. Und natürlich keine Crashs machen, wenn LKW kommt. Okay, ich weiß nicht, wieso wir 6 Sekunden vorne sind, aber das ist schon mal gut. Ich glaube, du hast sogar ein Auto rausgefischt. Moritz, denkst du, er hat auch ein Auto rausgefischt? Bestimmt. Wir sind 7 Sekunden vorn. 7 Sekunden, genau. 7 Sekunden vorn, das ist sehr gut. Dann würde ich sagen, wir haben gewonnen. Saftig. Soll ich nach der Runde jetzt hier Stopp machen und wir machen das immer so in Parts, die kommt? Nee, das kannst du nur hintereinander machen. Musst du gleich immer hintereinander machen, Moritz. So schön, wie es auch wäre. Und erste Runde gewonnen. 14 Sekunden? Okay. Wir haben 6 Punkte. Liegen in Führung. Nächstes Rennen. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Ich glaube, jetzt kommt Downtown oder Waterfront. Ich sage einfach mal Downtown. Ich glaube, jetzt kommt Waterfront, weil Downtown müsste, glaube ich, als letztes sein. Ich sag Downtown einfach, mir ist nichts anderes eingefallen. Ich sag Waterfront.
Downtown. Keine Angst. Es muss ja nicht immer nach den strengen Positionen gehen. Deswegen. Olli guckt gerade wie so ein Gott. Nein, ich bin kein Gott mehr. Du hast gerade so geguckt, Olli. Olli. Nein, ich habe ihn so fast erwischt. Du hast gerade so geguckt. Ja, weil ich dachte, ich könnte den erwischen. Mein so, Fischgesicht. Du hast gerade wie so ein Gott geguckt. Da ist der Erste. So. Ich bin kein Gott. Nur ein Burnout. Nein, ich gebe nicht so gerne. Moritz, im Video wirst du bald die beste Szene der Welt sehen. Posi 1. Ich bin jetzt 2. Das war meine Erschöpfung. Ich vermisse Interstate. Interstate. Das geht eine Runde, das Rennen. Ja. Moritz hat auch recht. Wir fahren über die Waterfront. Was wirft der mir entgegen? Das ist eine Randale. Das bin ich ernster. Es geht eine Runde. Siehst du, Moritz, so schnell kann es gehen. Aber wir sind halt lange Strecken. Ich gehe mal hier rüber. Eigentlich sollte ich das lieber nicht machen. Weil hier immer der meiste Verkehr abgeht. Aber da bekomme ich Bus und Bus ist wichtig. Oh, interessant. Ey, Digga, hörst du das? Das klingt so wie... Ich guck gerade voll verwirrt. Ich ruf gleich Jan von Tourette. Einige, wieder im Kopf nicht kennt. Der hat schon viel Abonnenten. Warte, du kennst das? Ja, warte mal, Gewitter, ja. Ja, aber woher kennst du den Namen Jan von ihm? Du hast ja den nicht so oft gehört. Doch, ich habe damals... Also ich habe Gewitter im Kopf von Paul kennengelernt. Paul aus der Grundschule. Grüße gehen auch raus an den, der hat auch selbst einen YouTube-Kanal. Genau. Der wird bald einen kriegen, aber abonniert ihn dort auf jeden Fall. Ich werde ihn auch immer in der Beschreibung verlinken. Und was mit Lennox? Ja, den habe ich in meiner Kanalbeschreibung drin. Lass ein Abo bei Gaming-Kanal da. Leute, mir gefällt es so gar nicht, wie der ins Auto gekracht ist. Mir gefällt es nicht. Doch, okay. Oh, schön, ein schöner trifft. Ja, der war zu scheiße, der hat mich abgebremst. Wenn der abbremst, der trifft, dann ist das nicht gut. Wir brauchen halt jede Tour, wir brauchen Boost. Wir brauchen jede Menge davon. Und Autos, die wir dann reinrauben können. Ich höre etwas. Leute, ich will euch mal kurz was sagen. Holt euch nie Burnout Legends für DS. Wieso? Also für Nintendo 2 DS, weil... Ich erzähle euch das mal jetzt. Ich habe mein DS habe ich gefunden, habe Burnout Legends reingetan und es ist einfach komplett verbuggt. Damals, als ich noch nicht so richtig der Gamer war, habe ich das noch nicht so gemerkt. Die haben Drift mit T geschrieben, also T R F T. Also D, die müssen aber mit D. Ja, aber die haben das mit T geschrieben. Trifft. Ja, vielleicht war das gerade viel, aber Burnout, wenn ihr Burnout Legends für das DS holt, macht euch auf mal ein paar, Waterfront, auf ein bisschen schlechte Grafik gefasst, aber es ist schon geil. Also kann ich nichts dagegen sagen, auf PSP sieht das auch mordscool aus. Nice, Leute, ich glaube, das gewinnen wir auch wieder. Es sind 2 Runden. Wollen wir danach ausmachen? Auf jeden Fall. Sorry. Es sollen ja bloß zum Nachteil reingehen. Polizei. Weißt du noch im letzten Video, als ich gesagt habe, Polizei? Ja. Genau das war. Polizei. Wir haben es mal auf ganz langsam abgespielt. Wir haben unsere ganzen Videos. So lustig. Wir haben unsere ganzen Burnout-Videos mal auf ganz langsam abgespielt. Also auf 0,25. Das war so 0,25. Lustig. Ja, 0,25. Also auf die langsamste Stufe. Das könnt ihr oben bei Einstellungen bei Wiedergabe und Geschwindigkeit finden. Das war so geil. Normales Burger-Auto. Wenn man kein Nitro hast, bist du low. Und das Spiel geht auf Nitro. Also Crashes machen. Schade, das ist kein Takedown geworden. Ich kapiere es nicht, Moritz. Ich will ihn ran, aber er bekommt Takedown. Ja, er hat auch gecrashed.
Ich guck grad wie ein Psycho. Das Video geht auf 10 Minuten, ne? Ja. Wir sind schon auf 10 Minuten. Ja, lass einfach weiterlaufen. Oh! Wir müssen ja beenden. Danach, nach dem Rennen. Oh, ich hab gar keinen Bock auf morgen. Morgen gehe ich nämlich mit meiner Oma und mit meinem Opa in die Sächsische Schweiz wandern. Ich dachte, du gehst erst nächste Woche. Nein, ich hab dich verarscht, dass ich bei dir übernachte. Aha. Aha. Ich wusste es. Also irgendwie habe ich schon Bock, aber ich habe irgendwie keinen Bock, in die Sächsische Schweiz wandern zu gehen. Weil Sächsische Schweiz ist schön, aber ich habe irgendwie keinen Bock. Ich will lieber zu Hause YouTube machen. Polizei. Ich hätte gern Aftertouch. Danke für Ihr Verständnis. Ich muss den einfach Takedown. Zweite Runde. So, wir geben jetzt Boost und hauen ab. Das ist die letzte Runde. Ich bin 5 Sekunden vorne, sehr gut. Ich fahr den mal vorne. Wir dürfen jetzt keinen Crash machen. Wir müssen voll konzentrieren. Das sagt dann der, der dann crasht. So viel wie es geht. Danke. Ich hätte gerne jetzt. Ich habe schon gedacht, ich bekomme Karma Shell. Das ist eine Karma. Okay, jetzt gehen wir Gas und zwischen weg. Hauptsache, wir krachen nicht. Ich bekomme immer Herzklopfen, wenn wir so welche kurven. Und dann sage ich, das Rennen ist beendet und wir haben gewonnen. So voreilig bin ich. Glückwunsch. Das Rennen geht genau 13 Minuten. Also die ganzen 18 drei Runden, erster Platz. Olli, guck mal, die ganzen Rennen gehen genau 13 Minuten zusammen. Nice. 3 neue Autos freigeschaltet, 2 neue Events. Lass uns es frei. Lass uns die Autos freischalten. Oder noch. Ach, was ich noch alles gesagt habe. Wir freischalten das neue Auto. Wir freischalten das neue Auto, gell. Let's go! Jetzt geht's los. Muscle Series. Ey, Mustang! Ein Ford GT! Olli, guck mal. Das ist ein Ford GT. Das ist ein Skyline. Ein Skyline! Ford Olli, GT. Olli, guck mal. Ja, genau. Ford GT. Ford GT. Nice. 3 neue Autos lang. Muscle Type 1. Dann müsste das Muscle Type 2 sein. Nissan Skyline GTR. Nice. Und dann kommt noch der Ford GT. Crack. Ich sag einfach so Crack. Ey, Craggy. So Leute, dann würde ich sagen, es ist jetzt am Ende des Videos. Wir hatten viele Burnout-Autos bekommen. Ja, Leute, dann ciao, ciao. Hier ist nochmal Olli der Dicke. Und hier ist nochmal Morus Gamer YouTube der Hechte. Wo, gibt's einen Fake? Nein. Okay. Dann möchte ich jetzt das Video beenden und damit ciao, ciao.